Hi, ich bin Peter und heute zeige ich euch das neue ROG Zephyrus M16. Neben den Stats gucken wir uns auch an, ob wir damit vernünftiges Gameplay aufnehmen können und das dann im Anschluss zu einem richtig schönen Video schneiden können. Und deswegen würde ich sagen, los geht's mit dem Intro. In diesem Zephyrus schlummert ein Prozessor der 11. und somit der neuesten Intel-Prozessor-Generation, ein i9-11900H mit bis zu 48 GB Arbeitsspeicher. In unserem Modell sind der 32 GB verbaut und eine 2TB SSD mit PCI Express 4.0 und für die grafische Unterstützung sorgt hier eine RTX 3070. Was besonders auffällig ist, ist das nahezu randlose Display mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 94%, WQHD mit 165 Hz bei 3 Millisekunden und 100% im DCI-P3 Farbraum. Und dabei ist das ein 16 Zoll Display in einem 15 Zoll Notebook. Und das wohl Wichtigste ist, passt das in meine Tasche. Finde ich mal ganz interessant, ob dieses leistungsstarke Notebook in meinen Rucksack passt, weil das Ding ist halt immer, wenn ich halt ein Notebook mitnehme, muss ich halt immer einen größeren Rucksack mitnehmen, damit da alles reinpasst. Und das Witzige ist, das ist ein 14 Zoll Fach. Also packen wir jetzt ein 16 Zoll Display, was in einem 15 Zoll Gehäuse steckt, in eine 14 Zoll Tasche. Und hier ist aber die Markierung 14 Zoll und da passt jetzt das 15 Zoll Notebook rein mit dem 16 Zoll Display. Und wo wir gerade bei der Größe sind, so groß ist das Netzteil, was dabei liegt. Ach ja, und auch dieses Notebook hat ein 180 Grad Lift Scharnier. Kennt ihr das, wenn ihr einen Kollegen was zeigen wollt und er immer um euer Notebook rumlaufen muss, um drauf zu gucken oder ihr das ganze Teil immer drehen müsst? Müsst ihr in dem Fall nicht machen, ihr könnt es halt aufklappen. Und ihr könnt das einfach weiter aufklappen. Also es hört hier nicht auf, 180 Grad heißt komplett einmal rum und dann sieht man es im Grunde komplett auf dem Tisch. Mehr als 180 Grad würde halt auch noch gehen, aber das wird dann halt nur einmal funktionieren. Also bitte nicht versuchen. Dann gibt es noch ein extra großes Touchpad, eine selbstreinigende Kühlung mit Liquid Metal, 6 Lautsprecher, ein 3D-Mikrofon und selbstverständlich AI Noise Cancelling. Und zu guter Letzt noch die Anschlüsse. Neben dem Anschluss fürs Netzteil gibt es noch HDMI 2.0b, einen LAN-Anschluss, USB 3.2 Generation 1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Generation 2 Typ C mit DisplayPort 1.4 und Power Delivery 3.0 Unterstützung, 3,5 mm Audiobuchse und auf der anderen Seite USB 3.2 Generation 1 und ein Micro SD-Kartenslot. Kurze Frage, braucht ihr die Anschlüsse eigentlich, wenn ich die im Video zeige, oder ist das irrelevant? Und bevor wir jetzt zu dem Aufnahmetest kommen, machen wir nochmal einen Benchmark mit TimeSpy. Als Ergebnis haben wir jetzt 5475 Gesamtscore, dann haben wir Grafikscore von 5142 und die CPU-Score von 8665. Jetzt gibt es allerdings noch eins, was man beachten sollte. Und zwar ist das ganze Display ja kein 16:9 Display, sondern 16:10 Display. Das ist für YouTube dann nicht so cool, wenn man 16:10 aufnimmt. Deswegen in dem Fall immer die Spiele im Fenstermodus betreiben und daneben dann zum Beispiel mit OBS dann ganz einfach aufnehmen, so wie ich es halt immer mache, um dann das Gameplay gut abzucapturen. Und der Vorteil ist dann bei einem 16:10 Display, ihr könnt OBS einfach im unteren Bildschirmrand rausgucken lassen und könnt oben das Spiel ganz normal spielen. So habt ihr quasi auch immer eine Kontrolle, ob das Programm aufnimmt oder nicht und mit wie viel FPS das Ganze läuft. Deswegen, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt, um das Ganze besser zu zeigen, hier nochmal einen Monitor dran gemacht, den XG17. Das Coole ist, das Display wird einfach über einen USB-C-Kabel angeschlossen. Dann habt ihr einmal eine Spannungsversorgung darüber und das Display-Signal. Also ihr braucht im Grunde nur ein Kabel, um das Display anzuschließen und habt so dann einfach einen coolen Zweitmonitor. Braucht man aber nicht unbedingt. Wie gesagt, ist das nur einfach, damit wir da gleich ein bisschen mehr sehen drauf. Aber an sich nehme ich halt immer mit OBS auf. Man kann OBS einfach nach unten ziehen und dann habt ihr im unteren Bereich, ob aufgenommen wird, das ist eine coole Kontrolle, und ob das Programm hinterherkommt oder ob es anfängt zu ruckeln. Also sprich, wenn Frames gedroppt werden, dann steht hier, dass die Codierung nicht hinterherkommt und dann kann man dementsprechend handeln und nimmt nicht weiter auf. Und wenn man jetzt ein Spiel startet, kann man jetzt den OBS einfach auf Aufnahme drücken. Dann hat man hier unten die Anzeige, dass es halt aufnimmt. Und das Spiel habe ich jetzt auf ultimative Qualität gestellt. Und dann kann man hier ganz normal spielen. Aufgenommen wird ja, sieht man ja unten, wie gesagt, eigentlich braucht man das andere Display gar nicht. Aber normalerweise würde ich jetzt hergehen, das OBS-Fenster nach da ziehen. Dann sieht man halt die Auslastung und das komplette Bild, wie es halt auch aufgenommen wird. Und dann ist das halt vom großen Vorteil. Können wir gleich auf jeden Fall mal machen. Aber wie man sehen kann, läuft das Spiel butterweich, auch wenn ich das gar nicht mehr so richtig kann.
Schon ein paar Tage her, dass ich das gezockt habe. Und... Ah, geht doch. Sehr gut. Übrigens, wer das Spiel auch mal spielen möchte, Horizon Zero Dawn, findet ihr in der Videobeschreibung. Kann ich nur empfehlen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Gameplay. Den guckt da einfach mal rein. Oh ja, er ist weg. Wir verschwinden jetzt mal hier und man muss sagen, Spiele und Aufnahme laufen butterweich. Ich meine, ihr seht es ja auch selber. Die Sache ist auch die, das Teil ist gar nicht so laut. Also im Normalfall, wenn man an einem Notebook spielt, hört man eigentlich sehr, sehr deutlich die Lüftung. Also bisher bei denen, wo ich halt immer gespielt hatte, beziehungsweise die mein eigener Besitz waren. Sonst spiele ich ja gar nicht so lange da drauf. Und hier muss ich sagen, das ist jetzt, man hört's, aber es ist jetzt nicht so, dass es halt störend ist. Also wie wenn ich jetzt normal einen dicken Rechner neben mir hätte, der wird ja auch irgendwie lauter, wenn man halt spielt. Okay, das läuft, dann würde ich sagen, wechseln wir nochmal das Spiel. Nächstes Game ist Marvel Avengers. Da muss die Kühlung ein bisschen mehr arbeiten, muss ich gestehen. Aber die Aufnahme klappt auch ohne Probleme. Ich habe jetzt diesmal links OBS laufen und geradeaus das Spiel. Und da funktioniert es auch. Ich weiß noch nicht, warum mein Speicherstand nicht geladen hat. Weil ich war eigentlich schon weiter. Jetzt sind wir hier wieder ganz am Anfang. Captain America und die Avengers? Aber auch hier gerade mit den Lichteffekten und so läuft alles wirklich wunderbar. Also man muss jetzt eigentlich 5 Comics finden, damit man dann zu dieser VIP-Veranstaltung kann. Und im Anschluss, Spoiler-Alarm, verwandelt man sich dann so ein bisschen zu so einer Gummifrau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt hier. Ist halt auch so eine eigene Story im Spiel. Und geschafft. So, ersten Comic erhalten und man muss wie gesagt 5 Comics finden, damit man dann dieses VIP-Ticket bekommt und dann geht's halt weiter. Das ist so die Einleitung von der ganzen Story. Oh, bisschen Button-Smashing. E, F. Nächste Comic am Start. Das von Hulk. So, genug im Kreis gelaufen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz in Adobe rein. So, wir ziehen mal die beiden Dateien jetzt hier rein. So, importiert. Dann legen wir noch eine neue Sequenz an. Zwar eine benutzerdefinierte. 60 FPS. 2560 mal 1440. Also 2K im Grunde. Quadratische Pixel, keine Halbbilder. Das ist alles gut. Yo, Sequenz ist am Start. Und dann ziehen wir die beiden Videodateien rein, die wir gerade aufgenommen haben. Und auch beim Programm muss man sagen, 16:10. Das heißt, ihr habt nach unten hin immer ein bisschen mehr Sicht. Und das macht gerade bei solchen Programmen sehr, sehr viel aus. Weil dann habt ihr einfach ein bisschen mehr Platz für eine Leiste mit Werkzeugen. Oder einfach mehr Sicht auf die Spuren, jetzt bei Adobe zum Beispiel. Also das macht auf jeden Fall dann schon Sinn. Und hier kann man auch eindeutig sehen, die Aufnahme läuft wirklich super gut durch. Also hier ist kein Ruckler drin, nichts. Und man kann hier auch wirklich schön schnell schneiden. Ich habe schon an Notebooks gearbeitet, wo das halt nicht möglich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr flüssig. Und wenn man das jetzt mal auf 10 Minuten kürzt und dann rendert, genau, H264 ist richtig. Konstante Bitrate, 15 Megabyte und wir starten die Exportierung. Und man kann sehen, er rendert hier 10 Minuten Material in unter 3 Minuten. Natürlich kann man hier noch 2 Klicks machen mit maximaler Renderqualität und mehr Tiefe reinmachen. Dann ändert das die Renderzeit auf ungefähr 8 Minuten, also ungefähr doppelt. Ja, ein bisschen mehr als das Doppelte. Aber trotzdem rendert er super schnell 10 Minuten Videos. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und hier kann man jetzt sehen, wie gut das ist, wenn man ein bisschen Arbeitsspeicher zur Verfügung hat. Das Programm nimmt hier zum Rendern insgesamt 18 GB Arbeitsspeicher, also grob. Und hier sieht man auch, wie schnell die Lüfter arbeiten und vor allen Dingen, wie hoch die Frequenz bei allen Sachen ist. Ich guck nur, jetzt müsste eigentlich fertig sein, genau. Sah man jetzt direkt, Speicher ging runter, die Taktrate ging runter und dann war er quasi schon durch. Und jetzt haben wir eine sauber gerenderte Videodatei. Alles klar, das war's dann mal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt ganz gerne in die Kommentare, wozu ihr noch ein Video sehen wollt. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtiges Ding. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Haut da rein. Tschüss.